Hallo an alle! Ich habe heute ein kleines Video für euch, was euch die Adventszeit ein bisschen versüßen soll. Und zwar gibt es super viele Beauty-Adventskalender, die dort im Internet rumschwirren. Und ich dachte, ich trage sie mal für euch zusammen, so dass ihr einen kleinen Überblick habt und schon mal wisst, was euch interessiert. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare noch andere Beauty-Adventskalender posten, die ich jetzt vergessen habe. Ich habe versucht, wirklich alles Mögliche abzusuchen, aber natürlich bin auch ich nicht allwissend und habe vielleicht nicht alle gefunden. Deswegen würde ich mich über eure Mithilfe freuen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu denen, die ich gefunden habe. Und zwar als allererstes der vielleicht für die meisten am interessantesten ist, der Essens-Adventskalender. Und da klicken wir einfach mal drauf. Ihr geht einfach nur auf die Start-Homepage und dann öffnet sich dieses kleine Fenster. Und da haben wir eine kleine Grafik im Stil der Home Sweet Home LE, was mich schon wieder zweifeln lässt, warum wurde die nicht einfach im Dezember gebracht? Das wäre so eine schöne Weihnachts-LE gewesen, aber na gut. Und dann können wir hier aufs erste Türchen klicken und dann kommen wir zu einem Gewinnspiel. Also das ist auch eher ein Gewinnspiel-Adventskalender. Weniger einer, wo ihr gleich Rabatte oder so bekommt. Ich habe den letztes Jahr nicht mitverfolgt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja ab und zu auch mal einfach einen Coupon, den ihr dann im DM einlösen könnt. Meinetwegen 50 Cent weniger für einen Lidschatten. Das weiß ich jetzt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es alles komplett Gewinnspiele sind. Müsst ihr mal reinschauen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das ja sehr gerne machen. So, das war der Essens-Adventskalender. Kommen wir mal zu den nächsten. Und jetzt geht es erstmal so um ein paar Bestellseiten. Also, Cosmetic for Less, kennt ihr bestimmt. Da einfach auf die Startpage gehen und dann runterscrollen. Da habt ihr auch einen Adventskalender. Und wir gucken mal ins erste Türchen. Und da sind 10% Rabatt auf den kompletten Einkauf, was ich ziemlich cool finde. Einfach weil bei Cosmetic for Less gibt es jetzt nämlich ein paar neue Sachen, die wirklich interessant sind. Unter anderem, jetzt ist das alles runtergerutscht, ja, die Blush by Free Paletten von Sleek, also mit den 3 Sleek Blushes in einem. Wenn man überlegt, dass ein Sleek Blush, ich glaube, 5,99 € kostet und ihr hier 3 Stück in einem habt, dann seid ihr mit den 13 Euro doch viel, viel günstiger. Ich hatte mir ja selber in London das Set Lace mitgenommen, das hier drüben, und das ist richtig schön und der Ton in der Mitte ist auch ein, Dupe zum Rose Gold Blush. Also wer das Rose Gold Blush schon immer mal haben wollte und vielleicht noch ein bisschen mehr, der kann sich die jetzt auch in deutschen Online-Stores bestellen. Es gibt noch ein ganz lilafarbenes. Hier unten habt ihr das gesehen, das war das Pink Sprint und dann gibt es hier noch das etwas dunklere Sugar. Da einfach mal, ich habe in meinem London Haul die gezeigt, den kann ich euch unten nochmal verlinken. Und da gibt es auch ganz viele Reviews, weil in Großbritannien sind die halt schon seit einem halben Jahr erhältlich. Die müsst ihr aber jetzt auch nicht unbedingt hier bestellen. Die gibt es nämlich auch jetzt bei Cosmetic Cosmo, soweit ich weiß. Und auch bei Shades of Pink und auch bei Shining Cosmetics, glaube ich. Also die sind jetzt in fast allen deutschen Online-Stores. Ich wollte euch nur sagen, hier ist halt heute 10% Gutschein. Aber an sich wollte ich euch nur auf den Adventskalender aufmerksam machen. Und ich suche gerade, weil es gibt auch eine neue Limited Edition von Sleek und die ist, glaube ich, hier noch nicht erhältlich. Oder doch, ich dachte eigentlich schon. Bei Shades of Pink kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Wir kommen nämlich jetzt auch zur Seite Shades of Pink. Dort gibt es auch einen Adventskalender. Der war ein bisschen versteckt, obwohl ihr müsst halt, weil ihr seht jetzt gerade den Link nicht, ist einfach nur shadesofpink.de/advent. Wir können nochmal auf die Startseite gehen, einfach um den gemeinsam zu suchen. Ich glaube hier, schon bereit für Weihnachten, da habe ich dann geklickt und dann war ich beim Adventskalender. Da gibt es am 1. Dezember 25% Rabatt auf einen Fix & Rouge Balm. Ich mag die Fix & Rouge Balm sehr, aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, würde ich euch da lieber Zalando empfehlen, weil da habt ihr keine Versandkosten, da kriegt ihr die auch. Also ihr müsst also wahrscheinlich den vollen Preis bezahlen, spart euch aber irgendwie 3-4 Euro Versandkosten, was ja dann doch besser ist. Aber ich habe es jetzt hier gerade auf der Startseite gesehen bei Shades of Pink. Die haben nämlich jetzt die neue Sleek Shangri-La Collection drin. Da gibt es 2 Paletten. Einmal die Supreme und einmal die Respect. Und mich lacht die Respect so sehr an. Toll, dass das jetzt hier so gewechselt hat. Also, vielleicht würde ich sogar den 10% Gutschein heute nutzen und noch bei Cosmetic for Less bestellen. Denn diese Sleek Palette ist wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, noch eine Blush by Free Palette dürfte auch bei mir reinwandern. Aber vielleicht kann ich mich auch beherrschen. Ja. So viel zu Shades of Pink. Da habt ihr auch einen Adventskalender. Oh, und ich sehe, die ist jetzt auch schon ausverkauft. Super. dann kommen wir mal zu Cosmetic Cosmo. Da gibt es ja wie jedes Jahr wieder von Coco den schönen Adventskalender, den ich echt super niedlich finde. Da können wir auch mal schauen, was sich im ersten Türchen versteckt, wenn ich das erste Türchen denn finde. Hier unten, bei dem Kaminfeuer. Na, klick. Und es ist ein Nagellack. Und bei Coco ist es ja so, dass
lädt gerade, braucht vielleicht gerade länger, dass da immer ein Produkt 50% reduziert ist. Und zwar nur für den einen Tag, aber ihr könnt bei Coco bestellen und dann in, also so war es zumindest in den letzten Jahren, sie hat da, ich kann euch das auch zeigen, auf Frag die Gurus, gibt es da auch eine Seite zu, zum Kosmetik Cosmo Adventskalender, da hat sie auch ein Video gemacht, wo sie alles erklärt. Das gilt aber, wie gesagt, für letztes Jahr. Sie hat aber dieses Jahr kein neues Video hochgeladen oder was weiß ich. Deswegen denke ich mal, dass das immer noch Anwendung findet. Ihr könnt nämlich einfach bestellen und aber dann in den, den Kommentaren schreiben, in die Kommentarbox von eurer Bestellung, dass ihr gerne sammeln möchtet. Und dann wird euch das nicht gleich geschickt, sondern erstmal wie gesammelt. Und dann könnt ihr, wenn ihr fertig seid mit Sammeln, schreibt ihr einfach eine E-Mail hin oder bei eurer letzten Bestellung schreibt ihr dann halt in das Kommentarfeld so, jetzt Sammeln beendet. Und dann werden euch die Produkte alle insgesamt zugeschickt. Das bedeutet zwar, ihr kriegt sie wahrscheinlich dann erst Ende Dezember oder vielleicht sogar erst im Januar, aber ihr zahlt halt nicht jeden Tag Versandkosten. Wenn ihr über die 25 Euro seid, könnt sogar sein, dass ihr gar keine Versandkosten zahlt, das weiß ich allerdings nicht. Aber auf jeden Fall, die Möglichkeit gibt es bei Coco. Gab es zumindest immer in den letzten Jahren. Könnt ihr sie auch gerne nochmal anschreiben. Ich weiß es nicht genau. Ich werde auch jetzt immer mal reingucken. Aber so ist es zumindest gelaufen. So, und dann gibt es noch ein paar Gewinnspiel-Adventskalender, die ich auch gefunden habe. Und zwar die liebe Paddy von Innen und Außen macht auch wieder einen Adventskalender auf ihrem Blog. Einfach in www.innenaußen.com, aber ich denke mal, den dürften ja die meisten kennen. Und da gibt es heute im ersten Türchen ein La Vie est Belle Set von Lancôme mit Parfum und Duschgel und Bodylotion und allem Möglichen. Und sie hat auch extra nochmal hier die Regeln gepostet. Ihr könnt ihr nur an demselben Tag, ich glaube, oder es geht von 7 Uhr bis 7 Uhr zum nächsten Tag, also immer nur 24 Stunden. Und ihr könnt ihr in den 24 Stunden eine E-Mail schreiben mit Tag 1 und dann, dass ihr halt gewinnen wollt. Ihr könnt aber nur an demselben Tag schreiben. Ihr könnt nicht 24 Mails schon mal im Vornherein schreiben. Die werden alle gelöscht und ihr werdet, glaube ich, komplett ausgeschlossen vom Adventskalender. Das weiß ich jetzt nicht genau. Lest euch hier mal die Teilnahmevoraussetzungen durch. Ich denke, es wird wieder schöne Preise geben und das ist, glaube ich, auch ein sehr schöner Adventskalender. Ich glaube, die Sachen wurden auch sehr sorgfältig ausgesucht. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Aber halt Gewinnspielkalender, da habt ihr jetzt nicht unbedingt sofort was davon, sondern da müsst ihr ein bisschen Glück haben. Weiter geht das mit Joy, der Zeitschrift. Die habe ich auch gefunden. Das findet ihr, ich weiß nicht, wo ihr das genau findet. Wir können ja mal auf die Startseite gehen von Joy. Seht ihr es hier? Weihnachten Geschenketipps. Weihnachtsgeschenke für Eulenfans. Ein bisschen versteckt. Ich glaube, wir müssen auf Schönheit klicken. Joy. Schönheit. Ah, hier. Adventskalender. Also auch wieder ein bisschen versteckt. Und dann kommt ihr zu dem Adventskalender. Da müsst ihr dann zum Spiel. So, und dann habt ihr hier den Adventskalender. Und das erste Türchen wäre heute eine Kaffeemaschine. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Schönheit zu tun. Aber ich denke mal, das wird sich schon noch so ein bisschen verteilen über die Tage. Also ihr könnt auch sehen. Ach, man kann sogar schon gucken, was in den anderen Tagen drin ist. Aber ich glaube, man kann nur an demselben Tag teilnehmen, oder? Ja, also hier ist noch keine Teilnahme freigeschaltet. Hier können Sie ab dem 24. Dezember mitmachen. Also ihr könnt jetzt schon mal reingucken, was es so alles gibt. Das ist ja auch ganz cool. Dann könnt ihr euch auch gleich mal in den Kalender schreiben, an welchen Tagen ihr auf die Joy-Seite gucken könnt und wann nicht. Ist natürlich das Ding, ich glaube, ihr müsst halt auch mindestens 18 sein, um mitmachen zu können. Oder halt die Einverständniserklärung eurer Eltern haben. Das ist generell bei diesen ganzen Adventsgewinnspielen halt so das Ding. So, dann haben wir noch einen von La Vera, der Naturkosmetikmarke. Die haben auch einen, da habt ihr einfach www.lavera.de/Adventskalender. Ich bin halt über Google jetzt drauf gekommen, ich habe halt einfach La Vera Adventskalender gesucht, weil ich wusste, es gibt einen. Aber ihr könnt auch gleich auf die Startseite und dann seht ihr auch gleich den Adventskalender. Und da könnt ihr auch jeden Tag wieder was gewinnen. Und jetzt am ersten Tag gibt es zum Beispiel ein My Age aufbauende Tagespflege und eine Pflegemaske. Könnt ihr da gewinnen, ja. Ist jetzt nicht unbedingt meins. Ihr habt dann auch immer noch müsst eine kleine Frage beantworten, aber die sind ja mit einmal kurz die Seite vom Produkt durchlesen auch schnell beantwortet. Also wenn ihr da wirklich Interesse an so einem Produkt habt, dann dürfte sich das auch lohnen. So, dann gibt es noch einen von DM und da bin ich jetzt gerade auf der Startseite von DM, glaube ich. Ne, das ist nicht die genaue Startseite, das ist die Startseite. Aber ihr müsst auf Schönheit klicken. Genau, und dann auf Duft.
Und dann gibt es einen Duft-Adventskalender. Ich weiß nicht, ob es einen Make-up-Adventskalender gibt. Das können wir gleich gucken. Auf jeden Fall habt ihr hier dann ein Duftschloss oder was weiß ich. Das ist, glaube ich, auch der Hauptpreis, eine Reise auf das Schloss. Ist das nicht irgendwie Neuschwanstein irgendwo? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Duftschloss betreten. Und jetzt habt ihr eine kleine Anleitung. Ihr habt dann so einen kleinen Schlüssel, mit dem ihr das aufdeckt. So sieht es auch, Schlüsselloch. Und dann geht ihr hier so hin und her, halt wieder mal Flash-Animation ohne Ende. Also da könnt ihr halt auch nur am PC mitmachen, vom Handy aus wird es sicher schwer. Und dann, da ist ja eine 1. Und dann könnt ihr halt auf die 1 klicken. Und dann kommt ihr zum Gewinnspiel. Also an sich niedlich gemacht, aber dahinter verbirgt sich einfach auch nur ein Gewinnspiel. Und dann könnt ihr halt daran teilnehmen. Es dreht sich halt um Düfte, aber so wie ich das hier sehe, gibt es dann halt auch Uhren oder irgendwas noch dazu, ja. Ich gucke jetzt mal bei Make-up, ob es auch einen Make-up-Adventskalender gibt. Sieht jetzt gerade nicht so aus. Gesicht, Körper. Nein, also ich glaube, es gibt nur diesen Duft-Adventskalender. Also wenn ihr euch nicht so für Düfte interessiert, ist es zwar ein bisschen doof. Aber wenn ihr noch einen anderen entdeckt, schreibt es bitte in die Kommentare. Das wäre mir eine große Hilfe. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Adventskalender, der mit Beauty, Duft und Co. nichts zu tun hat. Und zwar der Chip Online-Kalender. Da gucke ich halt auch sehr gerne rein, weil ich auch so ein bisschen auf Technik und Software und sowas stehe. Also wenn das vielleicht was für euch ist, dann ist das halt ganz gut. Da gibt es halt nützliche Programme, Spiele, Lizenzen von Programmen, die wir eh alle nutzen, aber halt keine Lizenz. Also gerade WinRAR, dieses Programm halt, um Pakete zu öffnen, da gibt es ja diese Testversion und man kann ja die Testversion ewig testen. Es kommt zwar dann immer, ja, wollen Sie nicht die Testversion, nee, wollen Sie nicht die richtige Version kaufen, aber das klickt man dann halt weg und dann kann man es trotzdem weiter benutzen. Das ist halt, und dann gibt es hier manchmal aber auch Lizenzen und dann habt ihr halt eine richtige Lizenz und dann ist das auch ganz gut. Klicken wir aufs erste Türchen, das wird, glaube ich, jetzt die wenigsten von uns interessieren. Das ist eine Vollversion von einem Spiel. Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent. Also ich werde es mir nicht holen. Aber ja, manchmal sind da echt ganz nette Sachen dabei. Und es gibt auch einen Amazon-Adventskalender. Also es gibt ganz viele Adventskalender. Ich wollte es halt jetzt auf Beauty beschränken, aber das ist halt auch einer meiner liebsten Adventskalender, weil es da wirklich manchmal coole Sachen gibt. Auch Bildbearbeitungs- und Videoschnittprogramme. Also gerade wenn ihr selber Videos macht, kann das vielleicht für euch auch interessant sein, dass ihr da günstig oder oder wie gesagt kostenlos an was rankommt. Für den Anfang ist das vielleicht auch ganz nützlich. Deswegen schaut da auch immer mal rein. Es gibt 3.000.000 Adventskalender um die Adventszeit. Ich hab die Hoffnung gehabt, euch jetzt eine kleine Zusammenstellung der ganzen Beauty-Adventskalender zu geben. Ich gehe nochmal auf die Essensseite, was so schön Schnee rieselt. Oder wir können noch mehr Adventskalender aufnehmen, der sah so hübsch aus. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Adventskalendern. Hoffentlich ist was für euch dabei. Ich drücke euch auch die Daumen und wünsche euch ganz viel Glück, wenn ihr bei diesen Gewinnspielen mitmacht. Ich hoffe, dass ihr doch die ein oder andere Freude daran habt. Und ja, macht euch eine gute Zeit. Ich denke, ich werde heute noch mein Favoritenvideo hochladen. Einfach weil ja heute schon der 1. Dezember ist und das sind die Favoriten für November. Deswegen bin ich eigentlich schon wieder spät dran. Aber den Adventskalender jetzt irgendwie auch noch 3 Tage aufzuheben, ist auch Quatsch, weil heute ist der 1. Advent und ihr sollt ja auch alles nutzen können. Also dann, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wochenende und macht euch eine gute Zeit. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ach, und noch was ganz Wichtiges, was ich vergessen habe zu erwähnen, das hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen. Ich habe jetzt auch eine Facebook-Gefällt-mir-Page, wo ich mich natürlich freuen würde, wenn ihr die liked. Wo ich vielleicht auch mal was anderes poste als bei Instagram oder Twitter. Ich bin ein bisschen überfordert, wenn ich ganz ehrlich. Auch mein Studikochen-Kanal ist sehr vernachlässigt in letzter Zeit. Aber ich dachte mir halt einfach für die Leute, die jetzt kein Instagram haben oder nicht auf Twitter sind, aber viele sind ja auf Facebook, dass ihr da auch ein bisschen die Infos habt oder so, dass ich dann immer mal poste, es gibt ein neues Video. Deswegen habe ich mir jetzt die Facebook-Page auch angelegt und den Link findet ihr unten auch wieder in der Infobox. Also dann, jetzt aber wirklich tschüss, bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss!